Unruhen gehen weiter, wieder Tote bei Protesten im Iran. Stand 1.1.2018, 11 Uhr 18 Uhr Seitenanfang. Seit Donnerstag weiten sich die Proteste gegen Irans Regierung immer weiter aus. Die Behörden setzen auf Härte. Im Südwesten des Landes wurden erneut zwei Demonstranten getötet. Das Staatsfernsehen berichtet von landesweit 10 Toten seit Beginn der Proteste. Bei den Protesten im Iran sind am Abend erneut 2 Menschen getötet worden. In der kleinen Stadt Ise im Südwesten des Landes seien 2 Menschen erschossen und mehrere verletzt worden, sagte der Lokalpolitiker Hedayatullah Shatemi der halbstaatlichen Nachrichtenagentur ILNA. Er wisse nicht, ob die Schüsse von der Polizei oder von Demonstranten abgefeuert worden seien. Es gibt auch Berichte von zahlreichen Schüssen auf Demonstranten in Ise, doch das wahre Ausmaß ist im Moment unklar. Es sollen mehr als die von Nachrichtenagenturen zunächst gemeldeten 2 Tote sein. Das Staatsfernsehen berichtete am Vormittag, dass bei den Protesten bislang 10 Menschen getötet worden seien. Einzelheiten wurden aber nicht genannt. Bisher hatten die Behörden lediglich 4 Todesopfer bestätigt, einschließlich der beiden Demonstranten, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Durrut, 325 Kilometer südwestlich von Teheran, ums Leben gekommen waren. Protestwelle seit Donnerstag angewachsen. Die Proteste begannen am Donnerstag in Mashhad, der zweitgrößten Stadt des Landes. Der Unmut richtete sich dabei zunächst gegen die vergleichsweise hohe Arbeitslosigkeit, deutliche Preiserhöhungen bei Grundnahrungsmitteln und einen Vorschlag der Regierung, die Treibstoffpreise zu erhöhen. Allerdings kamen bald Kritik an dem seit 1979 herrschenden Klerus hinzu. Einige Demonstranten zeigten sich auch wütend über Finanzhilfen für die Palästinenser und Hezbollah-Miliz im Libanon. Sie fordern von der Regierung, sich stattdessen auf innenpolitische Probleme zu konzentrieren. Auch Rücktrittsforderungen an den religiösen und politischen Führer Ayatollah Ali Khamenei wurden laut. Es scheint sich aber eher um spontane Proteste ohne klare Anführer zu handeln. Darauf deutet die Vielzahl der Forderungen hin. Analyse: Ein Land in Wut. Seit 2009 hat es solche Proteste im Iran nicht mehr gegeben. Damals wurde die grüne Bewegung niedergeschlagen. Heute ist vieles anders, es gibt keinen Anführer und doch protestieren Tausende vor Wut. Nathalie Amiri analysiert die verworrene Lage. Mehr hunderte Festnahmen in mehreren Städten, auch in Teheran, wurden in den vergangenen Tagen aus den Protesten Unruhen und es kam zu Ausschreitungen. Allein am Wochenende wurden hunderte